Es war das erste große Fest des 23. Bezirks im neu eröffneten Stadtpark Atzgersdorf. Beim ersten Liesinger Kulturfrühling stand Kunst, Unterhaltung und ein buntes Programm im Mittelpunkt. Und es soll nicht das letzte seiner Art sein. Kannst du die Kirschen sehen? Zeig so, willst du sie dir nehmen? Musst du bitte auf den Zehenspitzen stehen? Halt das, hoppala! Ja, ich würde es mir schon wünschen, ja. Also wir haben es ja auch deshalb bewusst erster Liesinger Kulturfrühling genannt, was ja im Namen schon eigentlich den Inhalt hat, dass ich hoffe, es gibt einen zweiten und dann weitere mehr. Das neue Grätzl rund um den Stadtpark punktet nicht nur mit dem F23, das gerade umgebaut wird, sondern verspricht bald ein bunter kultureller Hotspot in Liesing zu werden. Konkret ist einmal das Fest heute, der Kulturfrühling. Den wollten wir mal probieren als, ich sage mal, als Teaser. Wie nimmt das die Bevölkerung an? Was interessiert sie daran? Wie kann man weit? Wir reden mit den Leuten, wir versuchen zu eruieren, was sie interessiert an der öffentlichen Wahrnehmung von Kultur auch. Und ich glaube, die nächsten Schritte, die werden wir dann überlegen. Das Kulturprogramm wird begeistert angenommen. Die Liesinger waren aber aus den unterschiedlichsten Gründen dabei. Das interessiert uns, dieses Mitmachtheater, das wollen wir gerne sehen. Und überhaupt freuen wir uns, dass es da einen Park gibt. Also wir haben das Muttertagsfest vorverlegt, weil es morgen noch schlechter sein soll. Und dann hat sich das gut getroffen und jetzt sind wir mit der ganzen Familie da. Oh, warum sind wir da? Ein Fest für die Kinder. Natürlich, die haben Spaß, schminken. Außerdem ist der Spielplatz sehr schön geworden. Also dieser Spielplatz hier ist neu eröffnet, weil er sehr cool ist. Und es hat auch eine sehr große Veränderung, weil es war ja früher ein Campingplatz und jetzt ist es halt ein riesiger Spielplatz. Anschauen und schauen, was weiter ist dann. Wie lange er schön bleibt, ist die Frage. Und jetzt haben wir müssen anschauen, durch den Campingplatz, wie sie das gemacht haben. Sehr schön. Die Menschen haben ihr Grätzl tatkräftig mitgestaltet und so dazu beigetragen, dass nicht nur der Stadtpark Atzgersdorf ein Ort von Liesingern für Liesinger ist. Die Leute wollen sich einmischen, die wollen mitmachen. Es ist, wir sind selber ja, immer wieder jeden Tag aufs Neue erstaunt, wie viel die Leute mitreden und mitbestimmen wollen. Und da freuen wir uns drauf. Mit dem Stadtpark Atzgersdorf wurde ein neues Kapitel in der Gestaltung des 23. Bezirks aufgeschlagen. Grünraum ist genügend vorhanden und die Gestaltungsideen, die zusammengetragen werden, sind fast schon ein wenig unüberschaubar. Also das können sein Begrünung, Aufenthaltsqualität, also die Aufenthaltsqualität verbessern, Sitzgelegenheiten schaffen oder auch die Radwege verbessern oder auch Fußwege verbessern. Doch zurück zur Kultur im Stadtpark. Der Bezirksvorsteher denkt schon weiter und schlägt weitere Veranstaltungen vor. Vielleicht einem netten Weihnachtsmarkt und dem einen oder anderen Kulturevent, ja, absolut vorstellbar für mich. Das erweiterte grüne Wohnzimmer im Stadtpark ist in Liesing angekommen.